Wie starben eigentlich einige der Harry Potter Charaktere? Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Todesszenen in Harry Potter sind tragisch, aber weil einige Todesszenen aus den Filmen herausgehalten werden und nicht jeder die Bücher gelesen hat, werde ich in diesem Video erklären, wie einige Harry Potter Figuren gestorben sind. Fangen wir an mit Remus und Tonks. Während der Schlacht von Hogwarts folgten Remus und Tonks dem Aufruf von Neville Longbottom zum Kampf. Tonks stimmte zunächst zu, nicht an der Schlacht von Hogwarts teilzunehmen und blieb stattdessen bei ihrem Sohn, aber schließlich konnte sie nicht mehr mit ansehen, wie ihr Mann sich in eine solche Gefahr ohne sie begab. Sie ließ Teddy bei ihrer Mutter und ging nach Hogwarts. Remus wurde zuletzt beim Duell mit dem Todesser Antonin Dolohoff gesehen. Nach ein paar Minuten ermordete Dolohoff Remus, der nicht mehr in bester Kampfform war, da er monatelang Schutz- und Verbergungszauber angewendet hat, um seine Frau und seinen Sohn vor möglichen Angriffen der Todesser zu schützen. Er wurde während der ersten Hälfte der Schlacht im Haupthof ermordet. Lupins Tod wurde von Filius Flitwick gerecht, der Dolohoff besiegte und ermordete. Tonks hingegen wurde von ihrer eigenen Tante Bellatrix getötet. Ihr Tod wurde jedoch von Molly Weasley gerecht, als sie ihrerseits Bellatrix tötete. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Fred Weasley. Auch er starb während der Schlacht von Hogwarts. Er und George wurden beauftragt, die Geheimgänge des Schlosses zu verteidigen. Fred wurde bei einer Explosion getötet. Das bringt mich zurück zu der Szene im Orden des Phönix, in der Dumbledore Harry erfolgreich vor Avada Kedavra rettet. In Wirklichkeit verwendet Dumbledore keine Art von Gegenfluch oder Gegenzauber. Er nutzt einfach seine magischen Fähigkeiten, um eine große goldene Statue zwischen Harry und das Avada Kedavra zu bringen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Peter Pettigrew. Sein Tod fand im Herrenhaus der Malfoys statt. Harry, Ron und die anderen waren im Keller gefangen. Als Peter die Treppe runterging und die Tür öffnete, wurde er von Ron und Harry angegriffen, die sich von ihren Fesseln befreit hatten. Ron gelang es, Pettigrew den Zauberstab zu entreißen. Er begann, Harry zu würgen, aber Harry erinnerte ihn daran, dass er ihm ein Leben lang etwas schuldig war. Voldemort verfluchte die Hand, die er ihm damals gab, und als Pettigrew zögerte und sich erbarmte und Harry entkommen ließ, wandte sich die Hand gegen ihn und erwürgte ihn. Harry mochte Pettigrew wegen seiner Feigheit und seines Verrates zwar nicht, empfand aber dennoch etwas Mitleid für die Art und Weise, wie er sterben musste. Und vielleicht war er einer der wenigen, die Pettigrews Bedauern über seine Lebensentscheidungen akzeptierten. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Ariana Dumbledore. Sie war die einzige Schwester von Albus Dumbledore. Irgendwann kam Gellert Grindelwald nach Godric's Hollow, um bei seiner Großtante Bathilda Bagshot zu wohnen, nachdem er aus dem Durmstrang-Institut geworfen worden war. Albus und Gellert Grindelwald wurden schnell Freunde, denn sie beide waren äußerst talentiert und sehr ehrgeizig. Die beiden schmiedeten einen Plan, um die Zaubererwelt zu übernehmen und sich die Muggel zu Untertanen zu machen. Albus Bruder Aberforth war mit diesem Plan nicht einverstanden und wies darauf hin, dass Ariana nicht in der Lage sei, bei der Verwirklichung ihrer Ziele mitgeschleift zu werden. Grindelwald wurde wütend und es kam zu einem Dreierduell zwischen ihm, Albus und Aberforth. Ariana, die zu diesem Zeitpunkt etwa 14 Jahre alt war und ihre Magie nicht kontrollieren konnte, versuchte, den Kampf zu verhindern und wurde dabei versehentlich getötet. Es wurde nie bekannt, welcher der drei Zauberer direkt für ihren Tod verantwortlich war. Aberforth hat seinem Bruder seine Beteiligung an dem Tod nie verziehen. Und auch Albus war nie in der Lage, die Schuld an ihrem Tod zu begleichen, geschweige denn sich selbst zu verzeihen. Als nächstes haben wir Gellert Grindelwald. Nachdem Grindelwald von Dumbledore besiegt wurde, brachte er ihn zunächst zu den Behörden der magischen Welt, was dazu führte, dass Grindelwald in der Zelle des Gefängnisses von Nurmengard eingesperrt wurde. 1998, 53 Jahre nach seiner Niederlage, wachte Grindelwald auf und fand Lord Voldemort in seiner Gefängniszelle, der auf der Suche nach dem Elderstab für sich selbst war. Der dunkle Lord erwartete Angst und Überraschung, war aber selbst überrascht, einen Grindelwald zu finden, der nicht nur furchtlos war, sondern seinen Besuch auch schon seit einiger Zeit erwartet hatte. Obwohl er unbewaffnet und wehrlos gegen den mächtigsten dunklen Zauberer war, weigerte sich Grindelwald, den Aufenthaltsort des Elderstabs preiszugeben und machte sich über Voldemort lustig.
Er beschloss, den Elderstab vor Voldemort zu schützen, um zu versuchen, eine gewisse Erlösung zu erlangen. So beendete Voldemort Grindelwalds Leben mit dem Tötungsfluch. Man glaubte, dass Grindelwald sein Leben gegeben hatte, um Voldemort daran zu hindern, den Zauberstab zu entweihen. Oder um zu verhindern, Dumbledores Grab zu schänden, was vielleicht darauf hinweist, dass Grindelwald trotz allem, was passiert ist, immer noch einen gewissen Respekt vor seinem alten Freund Dumbledore bewahrt hat. Als nächstes haben wir Mad-Eye Moody. Während des Fluges der Sieben waren Potter, Moody und Fletcher auf dem Weg nach Norden, als Voldemort sich näherte. Er flog direkt auf sie zu, da er glaubte, Harry würde fliehen. Fletcher geriet in Panik und schrie auf, und Moody versuchte ihn aufzuhalten, aber Mundungus entschwand und ließ Moody verwundbar für einen Angriff. In der Sekunde, als Mundungus entschwand, stieß Voldemort einen tödlichen Fluch aus und traf Moody ins Gesicht. Moody fiel rückwärts von seinem Besen und fiel ohne Zauberstab etwa 1000 Fuß tief, was seinen Tod zur Gewissheit machte. Biddle und Lupin meldeten sich freiwillig, um nach Moodys Leiche zu suchen und ihn ordentlich zu beerdigen, aber sie konnten keine Spur von ihm finden. Nachdem Harry jedoch Moodys Auge aus Umbridges Büro entwendet hatte, suchte er später im Wald nach dem ältesten, knorrigsten Baum, den er finden konnte. Dann vergrub er das Auge in seinem Schatten. Es war zwar nicht viel, aber Mad-Eye Moody bekam ein ordentliches Begräbnis, soweit es möglich war. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Helena Ravenclaw. Sie war die Tochter von Rowena Ravenclaw. Helena stand immer im Schatten ihrer Mutter und war eifersüchtig auf deren Klugheit und Bedeutung. Als Helena noch auf der Schule war, stahl sie aus Eifersucht das Diadem ihrer Mutter und lief davon, um Schottland für immer zu verlassen und zu glauben, dass der Gegenstand ihr helfen könnte, weise genug zu werden, um ihre Mutter zu übertreffen. Rowena schämte sich so sehr für den Verrat ihrer Tochter, dass sie die Geschichte nie zugab und die Tatsache verheimlichte, dass das Diadem nicht mehr in ihrem Besitz war. Als Rowena Ravenclaw auf dem Sterbebett lag, bat sie den Baron, der in Helena verliebt war, ihre Tochter zu finden und sie ihr zurückzubringen, damit sie sie ein letztes Mal sehen konnte. Helena versuchte, sich vor ihm zu verstecken, aber dem Baron gelang es, sie in einem Wald in Albanien aufzuspüren. Als sie hörte, wie der Baron durch den Wald auf sie zukam, versteckte sie das Diadem in einem Baum. Helena weigerte sich, den Baron zu begleiten und wies seine Zuneigung erneut zurück. Aus Wut über ihre Weigerung und aus Eifersucht auf ihre Freiheit stach er sie in einem Wutanfall mit einem Messer nieder. Als er sah, was er getan hatte, bereute er seine Tat und erstach sich selbst und die beiden starben gemeinsam. Helena kehrte als Geist von den Toten zurück und erhielt daraufhin den Spitznamen die Graue Dame. Dort wurde sie zum Hausgeist ihres ehemaligen Hauses Ravenclaw. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.